Sensorinstallation mittels Drohne. Erstmals wurden Sensoren an einer 380 kV-Leitung im APG-Netz installiert. Die Installation mit einer Drohne bietet viele Vorteile und die modernen Sensoren liefern präzise Daten für ein sicheres Netz. Wir haben 2012 begonnen, mit Drohnen zu arbeiten. Und die Vorteile liegen einfach auf der Hand. Man kann bespannte Teile mit Drohnen sehr gut inspizieren. Und es ist schön heute zu sehen, dass es da eine Weiterentwicklung gibt. Nicht nur, dass wir eine Inspektion machen, sprich Bildaufnahmen, sondern dass wir auch mechanische Tätigkeiten durchführen können mit Drohnen und dafür die Leitungen nicht abgeschaltet werden müssen. Naja, unser Netz ist sehr stark belastet. Das liegt einfach an der derzeitigen Netzkonfiguration und den Energiewandel. Und solche Abschaltungen von Hochspannungsleitungen, speziell wie einer von diesen hier, schwächt während der Abschaltung natürlich das Netz. Und wenn man das nicht muss für solche Tätigkeiten, dann ist das natürlich ein immenser Vorteil. Heimdall is delivering monitoring systems for the grids. So we can monitor capacity, but we also monitoring icing and galloping lines. I also heard it's a challenge in this area, which you can monitor with the sensors that we have developed. The sensor is called a Neuron, and that's what we have mounted here today. We are using SIM cards that's sitting in the sensor, so this is going wirelessly to our cloud solutions, which also APG then has access to. This is a technology that we have been developing over several years, because like fixing the drone in a stable position to be able to do the mounting is a challenge. All the software in the drone is developed by Heimdall, and also we have developed a tool which is holding the Neuron and also mounting it on the line. So I need to fly it up until it's close to the line. We have sensors on the drone that detect the line and then it shows it on our display so I can determine when it's found the correct line and confirm that using commands to the drone. And once I confirm that, I just need to tell it to continue going close to the line, install, and then release. We have over 100 sensors installed. I've been on installation in the US where we've installed about 8 or 9 sensors in a single day using a drone. Also beim normalen Thermal Rating, was auch wir jetzt schon in Betrieb haben, werden die Umgebungstemperaturen in Umspannwerken gemessen und mit einem mathematischen Modell wird dann berechnet, wie die Witterungsbedingungen auf der Freileitung sind. Der Vorteil an dieser Lösung mit Sensoren ist der, dass wir nun wirklich direkt auf dem Leiterseil die Temperatur messen können und nicht nur in den Umspannwerken. Bei Thermal Rating passen wir die Übertragungskapazität der Freileitung auf die aktuellen Witterungsbedingungen an. Also durch Thermal Rating wird die Stromversorgung sicherer, da wir weiterhin N-1 sicher betreiben können, aber erhöhte Leistungen zur Verfügung haben, um den Strom abzutransportieren. Wir können im Jahr ca. einen zweistelligen Millionenbetrag an Engpassmanagementkosten einsparen mit dem jetzigen System, was wir momentan haben. Und mit dieser Weiterentwicklung, mit Sensoren, die auf dem Leiterseil montiert werden, erhoffen wir uns hier eine Verbesserung. Thank you.